Die Schweden wollen Truppen landen. Sie können die Häfen nicht benutzen, weil ich da jeweils eine Miliz drin stehen habe. Praktischerweise. Aber sie werden ihre Truppen garantiert irgendwo landen. Oder wegfahren. Aber ich glaube nicht, dass sie wegfahren werden. So, Schweden. Die Flotte ist irgendwo. Aha, ich sehe es schon. Die Flotte ist, steht mitten in der Ostsee und die Truppe steht vor Riga. Alles klar, das ist genauso, wie es muss. Ich finde es komisch, dass die das anders als ich können, also dass sie ihre Truppen landen können, mitten in dem Aufstellungsbereich meiner Stadtverteidigung. Technischer Fortschritt, fliegendes Weberschiffchen, Schürze, sehr gut. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, hier was anderes einzustellen. Wie peinlich, wie peinlich. Kümmern wir uns erstmal darum. Aber wir können erstmal eh nichts anderes machen hier. Doch, Arbeitsteilung ist ganz wichtig. 5, 6, 4, 5. Dann macht Krakow mal... Nee, Pinsk macht jetzt mal die Arbeitsteilung, die ganz wichtig ist für den Städtewohlstand und für das Wohlstand auf Industriegebäude. 8% bringt richtig was. Und Handelshäfen könnte man auch bauen, wenn dies knapp wird mit der Route, aber das ist, glaube ich, zurzeit nicht der Fall. Und Krakow macht mal den Gleichschritt jetzt. 4 Runden, dann haben wir etwas mehr Bewegungsreichweite bei der Kampagnen... auf der Kampagnenkarte für Armeen. Und der Agent hier war jetzt erfolgreich. Und ich will ihn jetzt nochmal infiltrieren lassen. Jetzt war er auch erfolgreich. Und wir sehen... eine immer noch angeschlagene Armee. Aber die auch schon teilweise wieder repariert wurde. Also alle Truppen sind nicht heile. Na gut, es bleibt spannend hier in der Region. Und ich hole noch in Berlin die 20. Truppe. Was haben wir denn? Relativ wenig. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 12 Marineinfanterie, 3x Kavallerie, 3x Artillerie, 1 General. Also Artillerie haben wir genug. Und ich glaube noch einmal die leichten Dragoner sind eine gute Wahl. Und gut, neuer Hafen steht. Pärnu, sehr gut. Der letzte Hafen, hier kommt auch ein Hafen hin. Der bringt Provinzwohlstand und falls es brauchen, nochmal mehr Handelsrouten. Ich sehe gerade mit Genua ist eine frei. Hervorragend. Und mit Venedig auch. Sehr schön. Wie kommt das denn? Genua und Venedig. Vielleicht haben die irgendwie eine Handelsroute miteinander abgebrochen oder so. Egal. Interessiert mich jetzt nicht. Also, wir haben mögliche neue Handelspartner. Und ich gucke mal ganz kurz. Wir haben mit Österreich Land. Mit Holland haben wir Seehandel. Spanien ist Seehandel. Das ist Landhandel. Maratenreich muss Seehandel sein. Großbritannien und Frankreich. Also wir haben 5-mal Seehandel hier. Und einmal Persien. Ach, Persien ist dicht. Also wir haben ja 4 Häfen. A2 Handelsrouten. Entschuldigung. 4 Häfen, davon 3 Handelshäfen. A2 macht 6 Handelsrouten und eine Schiffswerft, die ich auch gerade aufrüsten kann. Und hier wird dann noch eins dazukommen. Gut. Das heißt, wir haben eine neue Route und ich würde sagen... Venedig ist ein besserer Partner, weil es weniger Gegner hat als Genua. Genua hat nämlich die Barbareskenstaaten als Gegner, die das Ganze blockieren können. Und Venedig ist reicher. Also, Venedig, Handelsabkommen. Er bietet mir... Oh, das ist ja geil. Da ist eine super Idee. Ich gebe ihm noch eine Technologie und er gibt mir noch 1000 Gold. Mache ich. Schlage ich sofort ein. Danke, Venedig. Wir haben jetzt entsprechend bessere Beziehungen und vielleicht einen neuen Verbündeten auf die lange Sicht. Dann haben wir in Litauen... passend zum Kriegseinsatz der Schweden hier neue Truppen ausgebildet, die ich auch direkt an die Front manövriere. Und wir haben hier unsere Haupttruppe, ich weiß nicht, ob die dann eingreifen können, schon auf jeden Fall werden sie als Verstärkung dann für die Stadt kommen. Und hier haben wir eine schwedische Armee. Mit etwas Glück bekommen wir sogar 2 Verstärkungseinheiten. Erstmal rekrutiere ich hier noch einen General aus der leichten Dragoner-Einheit. Mal gucken, was da kommt. Ein ganz normaler 3-Sterne-Mann, in Ordnung, aber immer noch besser als gar nichts. Und wir haben Eisenwerkstätten hier in Litauen. Sehr schön. Und ebenfalls in Litauen eine Webhütte. Das heißt, Litauen ist jetzt auch über der 3000er Marke. Und entsprechend happy sind die Leute. Naja. So, jetzt kommt in Vitebsk auch die Webhütte hin. Und, gut. Nächste Runde wieder 3. Donnerwetter. Also Industrieaufrüstung läuft zurzeit sehr gut voran. Und... ja, die Forschung, ihr seht es ja selbst, auch sehr gut. Sind hier auch nochmal irgendwo Schweden? Ne, nur die Flotte, die da den Hafen blockiert. Alles klar. Hannoveraner bleiben so, wie sie sind. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal von uns aus in die Offensive. Wenn ich den Spion ja weitergeschickt habe, hätte er auch automatisch machen können. Nein, hätte er nicht, siehste. Gut, dass ich das gemacht habe. So, jetzt, mein Freund, da gehst du mich gleich vorbei. Sonst wäre er irgendwo stecken geblieben. So, 3 Runden, bis er an dieser blöden Uni ist. Und ich würde sagen, wir greifen mal von uns aus diese Truppe da an, die die Schweden angelandet haben. Ja, auf geht's in die Schlacht. So, wir kriegen keine Verstärkung, das ist typisch. Der KI-Gegner würde garantiert Verstärkung bekommen, aber gut.
Wir kämpfen gegen 4-mal Linieninfanterie, schwere Kavallerie, Achtung, schwedisch, also 80 Mann statt 60 und verschiedene andere Einheiten, sind aber trotzdem überlegen, wie ich finde. Und ja, auch zahlenmäßig 100 Mann mehr oder 80 Mann mehr und auf geht's in die Schlacht. Die Truppe sollte schnell zurückgeschlagen sein. Ja. Das erste Wichtige wird sein, festzustellen, ob die Schweden denn schon blutweises Feuern haben. Ansonsten könnten wir unseren Spion auch in die Universitäten des Landes schicken und ein bisschen rumsprengen und metzeln, damit die Schweden in der Forschung nicht ganz so schnell vorankommen wie wir. Aufstellung. Ja, eine flache Karte, da brauche ich nicht viel aufzustellen. Kommen die Miliz auch mit. Alle schön in einer Reihe. Der General versteckt sich hier und wir nehmen einmal Kavallerie hier hin, einmal Kavallerie dahin und unsere Artillerie, die muss natürlich ein bisschen sorgsam platziert werden. Hier vielleicht. Das sieht wie ein gutes Schussfeld aus. Ihr seid mal die 1 und ihr seid dann dementsprechend die 2. Gut, dann müssen wir aber alle ein bisschen weiter hier hin. Und die Dragoner gehen mal in die Mitte. Und ihr hier hin. So, und der General natürlich auch hier hin. In den Wald. Okay, los geht's. So, noch sind die Schweden nicht in Feuerreichweite. Ich erlaube mir trotzdem mal zu schießen. Oder wenn die gleich hier in der... Die Garde-Kavallerie, die machen wir zuerst platt. So, die Garde will offensichtlich erwischt werden. Und, ja, Feuer frei. Auf die doofe Garde-Kavallerie. Und Schuss. Und der 80 Mann... Oh, das ging voll rein. Aua. Jawohl, 65 Mann. Und wir gehen mal mit einer Truppe der Infanterie schnell dahin. Die anderen gehen hier mal so ein bisschen versetzt hin. Die Kavallerie zieht nach und unsere Dragoner können hier mal eine statische Rolle ganz kurz einnehmen. Können sie vielleicht sogar absetzen, aber egal. So. Nochmal mit Kartätschen oder mit Kanonenkugeln oder mit Kartätschen? Wir schießen nochmal mit Kanonenkugeln. Und ihr geht alle brav ins Karree. Jawohl. So, die haben bereits 31 Mann verloren. Unsere Dragoner schießen. Und tschüss. Ja, ouch. Das ging richtig rein. Natürlich auch unsere eigenen Truppen, aber... Hört man ganz kurz aufzuschießen, bitte. Wir haben schon gewonnen. Und können alle wieder rausnehmen. Und die schwedische Truppe ist komplett weg, praktisch. So, das hat auch sehr gut geklappt. Und ihr schießt auf die Leibwache des Generals. Der kommt nämlich auch schon an. Todesmutig wie immer. Ihr müsst ein bisschen eine andere Stellung hier einnehmen. Doch wieder schießen? Jawohl. Nee, nee, nee. Ey, General. Ja, wir haben welche erwischt. 4. Da kommt Linieninfanterie an. Dann schießen wir auf die als nächstes. Und die Schweden ballern zurück. Ist ja auch ein gutes Recht. So, die Truppen müssen jetzt sich anders hinstellen. Ich höre es auf diesem Blöden. So. Wo ist unsere andere Kavallerie? Hier, die ist noch. So, eben kurz einen Überblick verschaffen. Da ist wieder der General. Na, haben wir ihn erwischt? Nee, einen anderen haben wir erwischt. Aber immerhin. Die Chance steigt. Oh, der ging auch rein. Ja, schon 7 Leute weg. Also Artillerie ist sehr praktisch, vor allem gegen Kavallerieeinheiten. So, und da hinten sind irgendwie auch schwedische Truppen. Hier ist die Hauptlast ihrer Infanterie. Na dann.
unsere Dragoner. Die haben jetzt praktisch freie Hand. Im Kampf gegen feindlichen General sind die immer sehr, sehr gut, weil die einen Schussangriff haben und den Nahkampf. So, dann nochmal draufbolzen. Die Kanonen tun nicht immer das, was man ihnen sagt. Das ist ein bisschen schade. Aber man kann es ja auch mit diesem Feuer probieren, mit dieser anderen Einstellung. Wenn man hier auf den Boden schießt, fliegen die Kanonenkugeln manchmal noch ein bisschen weiter in den Bereich rein. Oder erwischen auch eine Kanone. Oder mal ein Pferd. Na gut, dann machen wir auch ein Feuer jetzt. Und ich komme mit unserer Kavallerie mal kurz an, unseren Dragonern. Und stelle ich mal hier hin, die sollen mal schießen. Die können die Besatzung der Artillerie abschießen und den General. Unser eigener General ist sicher. Und hier haben wir jetzt irgendwie uns doof bewegt. In die Stadt wollte ich eigentlich nicht. Aber wir machen es erstmal hier. Das muss ich mir voll drauf konzentrieren jetzt. Schieß mal auf den Typen da. Auf den Kollegen. Auf den Kollegen. Ja, ging auch. Wir haben alles ein bisschen erwischt. Ja, so geht's natürlich auch. Okay. Dann auf ins Gebrüll. Auf in die Schlacht. Und die Artillerie schießt auf die schwedische Infanterie und wir gehen in Nahkampf mit den Dragonern. Kann man nämlich auch machen. Die Artillerie ist bereits praktisch ausgeschaltet und der General hat auch ein paar Probleme. Ja, die Artillerie ist wankend. Erschüttert. Dann hat sich das ja auch. Und der General als nächstes bitte. Einige schießen sogar jetzt, genau, jetzt haben die nachgeladen, die nicht im Nahkampf waren und schießen von hinten. Das ist sehr schön. Und der General ist in der Falle, weil wir nur einen Seite jetzt umringen und umzingeln. Los, Schuss, Schuss, Schuss. Ich liebe ja Dragoner, ne? Die Gefahr ist nur, dass ihre eigenen Leute über den Haufen ballern. So, die schwedische Infanterie ist ganz woanders, als ich am Anfang war. Deswegen müssen wir uns komplett umpositionieren und stellen wir auf die Dragoner zurück. So. 16, 15. Gleich ist der General irgendwann tot. Oder er haut ab. Das ist auch nicht schlecht für die Moral. So. Unsere eigenen Truppen müssen jetzt ein paar Verluste hinnehmen, weil wir im Nahkampf natürlich totale Nieten sind. Aber wir sind unterm Strich trotzdem überlegen. So. Irgendwann muss der General ja mal dabei sein. 11 sind noch übrig jetzt. Hier sind wir jetzt fast im Nahkampf, hätte ich fast gesagt. Soweit ist es noch nicht. Aber da ist Linieninfanterie. Und sie wird gleich treffen auf unsere Linieninfanterie und auf unsere anderen Einheiten. Und da ist jetzt der General. Einer ist noch übrig. Und wir werden ihn vielleicht erschießen. Vielleicht im Nahkampf abmetzeln. Mal gucken. Erschüttert ist er auf jeden Fall. Ja, er ist tot. Helmer Mannerheim. Oh, Mannerheim. Das war ein ganz wichtiger General im Zweiten Weltkrieg. Aber auf Seite Finnlands. Das ist, glaube ich, eine Generalsfamilie gewesen. So eine Adels... Generalsfamilie. Unsere Miliz hat ein ordentliches Salve abgeliefert und auch die Linieninfanterie hat schon gekämpft. Und wir haben zwei Einheiten besiegt mit unseren neuen Standardkavalleristen, den Dragonern. Sehr schön. Die Dragoner dürfen sich jetzt hierhin bewegen, zurück. Und die Artillerie gibt Feuerunterstützung einfach nur und macht sonst alles richtig. Und hier wird nachgeladen und unsere Milizen kämpfen gegen die feindlichen Truppen und unsere Linieninfanterie macht mit. Au ja, sehr gut. Unsere Artillerie auch, sehr schön. Und Feuer. Ey, sehr schön. Und dritte Reihe. Ja, sehr schön. Und die Schweden sind schon gebrochen. Das ist doch der Vorteil der Moral. Und jetzt kommt noch die Miliz hinterher nochmal eine Salve. Und wenn die schon fliehen, können wir doch nochmal das Regiment zu Pferde reinhängen. So muss das sein. Eine schöne Schlacht. Gefällt mir gut. So. Truppen nachziehen. Hier lassen wir die Schweden ganz geschillt mal anrollen. Folgen wir dir noch. 94 sind noch übrig. Gleich sind noch vielleicht 70 übrig, wenn wir damit fertig sind. Aua, scheiße. Oh, verdammt. Ja, gut, das war jetzt... ich mach trotzdem weiter. Alles halb so schlimm. So, jetzt nochmal rein. Die sind noch frisch. Die Dragoner, die gehen mal hier lang. Und die Artillerie macht mal gar nichts jetzt. Und hier wird jetzt auch schon geschossen. Geschissen, sag ich schon. Geschossen natürlich. Entschuldigung. Auf die nächste Truppe. Die haben die noch nicht in Reichweite, aber gleich. Pass mal auf. So, nach vorne bitte. Und denen sind nur noch 44 Mann übrig. Wir sind aktiv. Die meisten laufen da und da lang. Also kann man die einfach so verfolgen, glaube ich. Das ist einfach so. Ja, super.
33. Jetzt hier noch ein paar Metzeln. Ich glaube, es reicht. So, danke.